So sieht das Gesicht aus, wenn man gestern seine Klausur verhauen hat, seinen Frust weggesoffen hat und morgens nach 3 Stunden sehr, sehr, sehr nicht erholsamen Schlaf aufgewacht ist. Egal, war nicht so schlimm, aber war auch nicht so gut. Wir reden nicht mehr weiter drüber. Wir haben einen Adventskalender aufzumachen. Ich habe mich gestern nicht gemeldet wegen Klausur. Heute dann also die, wie sagt man, die Beute von heute und gestern. Das wären zum einen Booster Nummer 1 Cold Snap, Booster Nummer 2 Fifth Dawn und ein Ei. Das Ei machen wir nicht auf, weil ich habe gar keinen Bock auf die eklige Schokolade und was drin ist, weiß ich nicht. Mach mal ein andermal auf. Wir konzentrieren uns auf die zwei und ja, schauen wir mal, was wir heute so ziehen. Wir waren bisher nicht so, hat nicht so viel Glück. Ich fange mit Cold Snap an. Wir hatten nicht so viel Glück mit den Karten bisher. War jetzt nicht, zwar nichts Grausames, aber ich würde sagen, es geht auf jeden Fall noch besser. Das werden wir dann jetzt versuchen auch zu machen. Ich gehe wie immer ein bisschen langsamer durch. Einfach weil es ältere Karten sind, die nicht jeder oft sieht, denke ich mir mal. Deswegen gehen wir jetzt, wir gehen auch die Comments schön in da ist wieder Snow Covered Mountain, das ist immer gut zu haben. Die sind sehr beliebt. Ein Chilling Shade. Ja, ich habe es mir auf jeden Fall gestern schön gegeben. Aber war auch nötig, nachdem ich dann die Tage und Wochen vorher mich zurückgehalten habe. Ich muss aufpassen, dass ich die Comments nicht, die Uncomments nicht verchecke. Aber eigentlich erkennt man die ganz gut, weil die recht dunkler sind. Da haben wir den ersten Ankommen. Ist ein Utum Owl Keeper. Dann ein Controvert. Und unser dritter Ankommen ist Boreal Shelf, ein Snowland. Comes into play tapped, add white or blue to your mana pool. Das ist ganz nett, aber kennt man ja nicht, also ist jetzt nichts Besonderes. Und, Entschuldigung, kurz kotzen. Unser Rare ist ein Woolly Razorback. Auch jetzt nichts von denen, die ganz oben anzusiedeln wären. Trotzdem lese ich es kurz vor. Woolly Razorback comes into play with 3 ice counters on it. As long as Woolly Razorback has an ice counter on it, it has defender and any combat damage it would deal is prevented. Whenever Woolly Razorback blocks, remove an ice counter from it. Also am Anfang ist es ein Defender. Für 2 und weiß, also 2 und 2 weiß, 7 und 7. Erstmal sowieso ein starker Defender, aber wenn er dann angreifen darf, gar nicht mal so schlecht, finde ich. Oder ich verpasse irgendwas, aber ich glaube eigentlich nicht. Finde ich gut. Das war Kossack. Fifth Dawn ist jetzt dran. Ja, Fifth Dawn hatten wir. Was hatten wir für Puls? Ich glaube auch nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Aber vielleicht jetzt. Auch hier gehen wir die Comments in Ruhe durch. Das ist ein geiles Bild. Sawtooth Thrasher, was auch immer. Ein Artifact Creature. Advanced Hoverguard. Also auch eher mechanisch, es hat so ein bisschen was von Kaladesh. Ich will es jetzt nicht miteinander vergleichen, auf keinen Fall. Aber auch hier sind die Kreaturen, die Artifact Creatures, mechanisch. Sind sie meistens, glaube ich. Jetzt, wo ich gerade dran denke. So, jetzt gehen wir die Comments mal durch. Ein Thermal Navigator. Sieht aus wie so eine kleine Laus, die auch in den Haaren drin ist, wenn man es genau nimmt. Guck. Fill with Fright. Man sieht auch, dass er richtig Angst hat.
Unser erstes Ankommen ist Goblin Cannon. Hat er seine große Kanone. Ja, ich weiß, das hört sich komisch an. Tut mir leid. Dann Channel the Suns. Energy Chamber. Und unser Rare ist ein Summoner's Egg. Auch wiederum nicht eins von den beliebtesten Rares, aber immer nett. Artifact Creature für 4, hat 0 und 4. Imprint, when Summoner's Egg comes into play, you may remove a card in your hand from the game face down. When Summoner's Egg is put into a graveyard from play, turn the imprinted face down card face up. If that card is a creature card, put it into play under your control. Ganz nett, aber nichts Besonderes, würde ich sagen. Deswegen wahrscheinlich auch nicht eins der beliebtesten Rares in Fifth Dawn. Dennoch, es hat Spaß gemacht, es zu öffnen. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns morgen wahrscheinlich nicht wieder. Ich werde morgen und übermorgen eher weniger Zeit haben und mich dann erst am Freitag wahrscheinlich wieder melden, dann mit einem großen Opening, bevor es dann am Samstag mit dem Weihnachtsopening abgeschlossen wird, das Ganze. Ja, jetzt sind wir schon soweit. Ging schnell. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ihr seht mich dann am Freitag spätestens wieder. Aber wahrscheinlich wird es Freitag sein. Bis dahin.